Ein herzliches Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. So, jetzt schauen wir mal, was wir heute machen. Gehen wir mal schnell in die Auftragsliste rein. Wir haben hier eine. Oh mein Gott. Ich muss die machen, da kriege ich endlich jetzt Schlösser öffnen. Ganz fix. Also, wo muss ich hin? Mist, da habe ich gepennt. Das habe ich nicht rechtzeitig gesehen. Shit. Was ist denn da los? War ich hier noch nicht? Gehen wir hier hin. Die Haupthalle und dann gehen wir da weiter. Ja, geil! Oh, dann kann ich endlich die Sachen öffnen. Endlich. Geil, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Okay. Dann mal los. Revelio. Gucken wir ein bisschen was. Ja, zügig. Ist nichts Besonderes. Ach, hier ist doch schön. Was ist hier los? Hä? Incendio. Ich hoffe, hier passiert niemandem was, wenn ich das mache. Ach, ich kann das drehen. Guck mal. Tja, aber was bringt das? Ah, hier sind Zahlen. Hier sind Zahlen, okay. So, da hinten sind auch noch welche. Warte mal, das will ich mir mal kurz anschauen. Okay, da brauche ich auch wieder irgendwas. Eins. Mach mal Folgendes. Hier sind vier Kästchen. Hier ist nur ein Kästchen. Oder zwei. Was ist hier? Nee. Ich glaube, ich weiß es, oder? Hier sind fünf sogar. Okay, das, was ich jetzt gerade mir überlegt habe, haut nicht hin. Wir machen hier mal zwei. Oh, es hat funktioniert. Ich war doch nicht so dumm. Löse die Geheim... Ja, was habe ich jetzt bekommen? Revelio. Kann ich hier kurz runterfliegen? Lecker, lecker. Kein Zugriff mehr, was? Komm bitte. Von der Seite vielleicht? Shit. Komme ich hier runter? Hm. Könnte es so probieren, indem ich einfach landen ist momentan, warum nicht? Okay, wir machen aber kurze Speicherung. Ach, das geht nicht. Oh, warte. Ah, wie cool ist das denn? Dadurch komme ich jetzt nach unten. Okay, nicht schlecht. Also öffnen, was haben wir da? Gestört Sammlung? Ah, ich... Stabsgedüngs, magische Diagramme. Und hier ist was ganz Fettes. Nicht
Unidentifizierter Gegenstand. Okay, geilo. Das war ja interessant. Ich hatte echt Dusel, dass das wirklich so vom Gefühl geklappt hat. Ich weiß aber auch nicht, ob das hätte auch hier alles brennen müssen. Ich hab's halt angezündet. Dass auch so gegangen wäre. Ah, guck mal. Kann man noch tatsächlich ein paar Sachen, wo man noch nicht war. Ja, da gehen wir jetzt erstmal hier hin. Wunderhübsch. Das ist ein Blick der Truhe, die ich nicht öffnen kann. Ah, diese blöde Ding. Oh. Ups. Okay, dann machen wir halt den. Oh, vielleicht solltest du besser aufpassen. Er sagt das. Warum soll ich besser aufpassen? Was machen die denn da? Die haben Spaß. Geil. Ach ja. Ach, das Spiel ist doch schön. Immer wieder geil. Ich kann bald Truhen öffnen. Muss nur noch das Geduld haben. Wer bist du denn? Hallo, ich bin's, Gareth. Ach. Hast du kurz Zeit? Ja, Gareth Weasley, dich kenn ich doch. Du hast mich gerufen, Gareth? Ja, nachdem du mir schon mit der Fupa-Feder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Du und deine Elixiere, wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Wispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es ein Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest einen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Klingt nicht allzu schwer. Und wer will nicht gern zum Honigtopf? Ah, genial, danke. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang. Okay. Willst du, dass ich etwas aus einem Laden für dich stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Na gut, mein Freund. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als Erste mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amit mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Zügel lockert. Ich würde lieber nicht der Erste sein, der das probiert. Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln. Weiche Zurückfluch erlernen würden. Flipendo. Kommen Sie zu mir. Rebellio. Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Okay. Interessant, interessant. Hier war ich, glaube ich, noch nicht, ne? Ja, guck mal. Der Hogwarts-Architekt. Der Hogwarts-Architekt, hier umgeben von den vier Hausmaskottchen, entwarf und überwachte den Bau von Schloss Hogwarts gemeinsam mit der Gründerin Rowena Ravenclaw, der die Gestaltung des sich ständig verändernden Grundrisses zugeschrieben wird. Aha, interessant. Warte mal, das holen wir mal schnell noch. Ja, genau. Was? Oh, was ist das? Oh, ich lasse mich eben mal ablenken. Das ist furchtbar. Okay, kapiere ich nicht. Rebellio. Daher gehen wir erstmal hier nach oben. Hallo. Ja, ja. Oh. Warte mal. Was haben wir da? Ah, jetzt das blöde Buch ab. Zischt. Rebellio. Bist du? Komm her. Das jetzt? Wo ist dieses hinterhältige Buch? Rebellio. Da vorne. Ey!
So, jetzt aber. Okay, was ist das? Ach, das sind wieder diese blöden Dinger, die ich nicht kapiere. Was habe ich denn jetzt gemacht? Was für ein Päuschen? Hallo. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Ja. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Okay. Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguys? Ja. Hinter der Statue einer einäugigen Hexe verbirgt sich ein Geheimgang von Hogwarts zum Keller vom Honigtopf. Es kann nur mit einem besonderen Zauber geöffnet werden. Ja, das wissen wir ja schon. Die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus. Rebellion gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Ja. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Ja, das stimmt. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demiguys auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Okay. Na. Warum sollte ich? Das erscheint mir unnötig riskant. Ach, seien Sie versichert. Das Risiko ist gering. Und es gibt sogar eine Belohnung. Ich werde Sie einen besonders nützlichen Zauberspruch lehren. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora. Aber die Ausgangssperre... Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten.
Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Okay. Ach, ich krieg ihn direkt. Ah, geilo. Also, was muss ich drücken? Los geht's. Ah, ich werde immer besser in diesem Kuscht. Sehr gut. Endlich habe ich jetzt diese Schlösser öffnen. Das gefällt mir sehr gut. So. Alohomora. Nur was? Cool, um die Funken zu werden. Hä? UEAD. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Warte mal, ich verstehe es nicht. Was muss ich hier machen? Warte mal, nutze Q und E und AD, um die Funken zu bewegen und die Scheiben zu drehen. Die beiden dazugehörigen Tarnräder, dies öffnet ihr Schloss. Was bringt das, was ich hier mache? Dreht sich dann nachher irgendwie gleich? Ich verstehe es nicht. Hä? Also, jetzt guck mal das mal an. Das ist, sieht alles gleich aus. Nutze, um die Funken zu bewegen. Ja. Und die Scheiben zu drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Oh Gott, das ist ja überhaupt nicht schwer. Okay, alles klar. Sehr gut. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Rebellion. Oh Gott, da ist das erste Schloss. Alohomora. Okay, jetzt probieren wir es. Und ich muss auch nicht hin und her wurschteln, sondern einfach nur schieben. Okay. Geilo. Was haben wir hier Schönes? Liebe Mirabelle, meine liebe Dot hat nach dir gefragt. Vielleicht kann ich sie überzeugen, für ein oder zwei Butterbier vorbeizukommen, wenn du kommen würdest. Er ist schon viel zu lange her. Wenn du es schaffst, vorbeizukommen, könntest du dann wohl ein paar deiner Pflanzen mitbringen? Die ganz besonders stark duftenden vielleicht. Seit dem Trollangriff hören die Kunden nicht auf, sich über den Geruch von, glaub's oder nicht, alten Socken zu beklagen. Anscheinend war ich bisher nicht in der Lage, den Gestank zu übertünchen. Ich hoffe, dich bald hier zu sehen, mit oder ohne Pflanzen. Deine Freundin Sirona. Rebellion.
wir schon erstmal gucken, was ist das für eine schöne Truhe? Ja, man nimmt ja auch noch was Feines. Mal alles auf. Leckeren Sachen hier. Was ist denn hier? Ah, oh nein. Habe ich was gesehen? Wo war das? Hier. Nee, hä? Ah, hier. Professor Fick, ich habe gerade Ihre letzte Eule erhalten. Ich bitte um Entschuldigung für meine späte Antwort. Ich erhalte immer noch erhebliche Mengen an Zauberschriften bezüglich der Quidditch-Ringreform, die das Stutschen untersagt, was meiner bescheidenen Meinung nach dem Spiel seiner modernen Form verliehen hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Zuschauer vor allem ein Interesse an Quidditch haben, weil sie hoffen, beobachten zu können, wie Hüter grün und blau geprügelt werden. Bezüglich Ihres Briefs. Ich möchte Ihnen im Namen des Ministeriums versichern, dass alle potenziellen Gefahren für die Welt der Zauberei überaus ernst genommen werden. Ich habe Ihr Bedenken registriert und sobald es die Kapazitäten erlauben, wird sich die Abteilung für magische Strafverfolgung der Angelegenheit widmen, insofern es Ihr Zeitplan erlaubt. Wir schätzen die Ansichten von erlesenen Zaubern wie Ihnen sehr und Sie können beruhigt sein, dass wir die Angelegenheit im Griff haben. Sollten Sie es wünschen, kann ich veranlassen, dass meine Sekretärin Plätze beim diesjährigen Quidditch-Finale für Sie und eine Begleitperson besorgt. Bin mir sicher, Sie wollen ebenfalls gerne von den Ergebnissen einer effizienten Regierungsarbeit profitieren. Wärmste Grüße, Faris Barbin, Zaubereiminister. Rebellion. Mhm. Oh, doch ein Schlösschen. Ah ja, okay, da brauche ich noch einen besseren Zauber. Dann gucken wir mal erst so. Wenn du Revelio ausführst, werden Orte, an denen sich Autoritätsfiguren und Gegner befinden, enthüllt, was dir erlaubt zu spielen und unentdeckt zu bleiben. Ja, das kennen wir ja schon. Aber hier ist der Gegner, oder? Ja, doch, da oben ist einer. Erinnerung an das Kollegium. Die Hauselfen von Hogwarts leisten hervorragende Arbeit und sind der wichtigste Grund dafür, dass im Schloss Ordnung herrscht. Keine noch so große Anzahl magischer Gegenstände, mit denen sie konfrontiert sind, ist ihnen zu groß. Kürzlich jedoch ist ein ganzer Stapel Zauberknallbonbons hinter einem Polster losgegangen. Es war eine entsetzliche Kakophonie. Einer der armen Elfen wurde vollständig im blauen Rauch eingehüllt und diejenigen von uns, die in der Nähe standen, trugen für den Rest des Tages ein entsetzliches Klingeln in den Ohren davon. Ich nehme an, dass Peeves der Schuldige ist. Bitte seien Sie aufmerksam und vorsichtig. Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Revelio. Was ist dieses blöde Ding? Geh nach unten. Nicht nach oben. Hallo, Humora. Aber das, wenn man weiß, wie es funktioniert, ist es pipi einfach. Wirklich. Was haben wir hier Schönes? Mein lieber Abraham, Sie wären unbeglücklich, wenn Sie wüssten, dass die Kinder des Ortes auf der Straße vor Ihrem Arbeitszimmer mit Koboldsteinen spielen. Sie sind ziemlich charmant, muss ich sagen. Mir ist auch gefallen, dass die Jüngste keine eigenen Koboldsteine hat, also habe ich ihr einen von ihnen geliehen. Ich wusste, dass Sie nichts dagegen haben würden. Ich hoffe, auf dem Schloss läuft alles gut. Ich bin erleichtert, dass Sie gut angekommen sind. Schreckliche Geschichten über diesen Herrn aus dem Ministerium. War wirklich mit Eleazar unterwegs und jemand aus der Schülerschaft? Einfach furchtbar. Schreiben Sie mir, wenn Sie einen Moment Zeit haben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte der Teilnehmer des diesjährigen Akkutus-Duells. Ihre Schüler bewundern Sie so sehr, mein Lieber. In Liebe, M. Aha. Rebellion. Aber die pennen alle gar nicht, so wie es aussieht, ne? Aber er hat... Boah, Trollhausmaske. Ah! Ein Topf
jetzt mit Gold. Okay, dann gehen wir mal hier rein, ja? Nee, das geht nicht. Okay, dann gehen wir noch eins hier. Da oben habe ich mein... Ich habe hier gerade irgendwie das Flattern sehen, aber da habe ich mich wohl um. Achtung. Wer ist wer? Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja? Ach, wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhangflatterer heran, die Akonitum nicht von Avodin unterscheiden können. Wir gehen mal weiter nach oben. Ich wäre jetzt hier gern reingelatscht, aber... Weiter nach oben. Ach, schon wieder so ein blöder Schüler. Okay, hier habe ich jetzt gerade was... Nee, habe ich nicht. Boris der Bekloppte. Diese Statue eines verlorenen, dreinblickenden Zauberers, der als Boris der Bekloppte bekannt ist, verwirrt die Schüler von Hogwarts seit Ewigkeiten. Kommt er oder geht er gerade? Steht er am Anfang einer Reise oder am Ende? Wir werden es vielleicht nie erfahren. Moment. Ich bin falsch gelaufen, verdammte Axt. Hä? Das Badezimmer der Vertrauensschüler. So, alles läuft. Revelio. Das ist hier Schönes. Alle Humor. Erstmal alles öffnen, das ist einfach zu cool. Halt. Wirklich nicht schwer. Ich bin auch Vertrauensschülerin. Das reicht. 50 Hauspunkte. Das kannst du doch gar nicht. Was mache ich denn da eigentlich immer? Oh nee, oder? Jetzt bewegt sich der Penner. Ich will sie gehen. Okay, nach oben. War ich ja schon. So, jetzt ist dieser Typ da. Nein. Im Moment nicht, nein. Aber es gibt genug andere Gefahren, die sie zu mir bringen könnten. Das war dumm. Ich dachte, wenn ich schnell ums Eck gehe, kann ich es vermeiden. Jetzt hoffe ich nur, dass ich vielleicht das eine Objekt schon habe. Ja, komm schon. Ja, ich bin aber auch entdeckt, ich hätte auch mal speichern können, ne? Das wäre vielleicht schlauer gewesen. Na? Auf den Kontrollzauber helfen, die kleinen Gegner zu jonglieren. Nein, das wissen wir. Nein. Revelio. Ach halt, aus dem Krankenflügel, den einen habe ich also schon. Okay, nicht so wild. Ich muss nur nach oben dappen.
Alles klar, dann sage ich, beenden wir hiermit die Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.